Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Auf dem Flug zum Planeten Deneb 4 erschien auf der neuen Enterprise unter dem Kommando von Captain Picard der geheimnisvolle Q, ein Wesen in menschlicher Form. Q, offenbar mit ungeheuren mentalen Kräften versehen, teleportierte den Captain und seine engsten Mitarbeiter vor ein mittelalterlich anmutendes Gericht, wo ihnen der Prozess gemacht werden sollte. Angeblich seien die Menschen eine wilde, barbarische Rasse. Captain Picard gelang es, einen Kompromiss zu erreichen. Die Besatzung der Enterprise sollte auf Farpoint Station, der Raumstation auf dem Planeten Deneb 4, beweisen, dass die Menschen sich geändert hatten. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41153,8. Von den 24 Stunden, die uns Q noch bewilligt hat, sind inzwischen 11 ohne Zwischenfall verstrichen. Und trotzdem muss ich ständig an Qs Worte denken, dass uns einige sehr kritische Prüfungen bevorstehen werden. Der äußerst aktive Kern dieses Planeten sorgt für einen Überschuss an geothermischer Energie, aber das ist alles, was diese Welt bietet. Und Sie glauben, dass das denen schon genügt, um eine Basis zu bauen, die den Standardanforderungen der Sternenflotte genügt? Ja, Sir. Wir gehen davon aus, dass die Materialien für den Bau gegen Thermoenergie eingetauscht wurden. Laut Analyse existieren viele Materialien, die für den Bau verwendet wurden, nicht auf dieser Welt. Merkwürdig, wie die Vorfälle, die Sie in Ihrem Bericht als fast magische Versuche uns zu erfreuen, beschreiben. Diese Ereignisse haben stattgefunden. Keiner dieser Vorfälle war bedrohlich. Es gibt eben Lebensformen, die das Bedürfnis haben, uns zu gefallen. Alles bereit zum Runterbeamen? Ich bin schon sehr gespannt, Verwalter Zorn kennenzulernen. Es steckt wohl mehr dahinter als der Versuch, uns zu gefallen, Sir. Vielleicht will uns dieser Q einen Streich spielen. Kommen Sie! Ich habe die Beraterin gebeten, uns zu begleiten. Darf ich Ihnen unseren neuen ersten Offizier vorstellen? Commander William Riker. Commander Riker, das ist die Beraterin unseres Schiffes, Diana Troy. Erinnerst du dich noch, was ich dir beigebracht habe, Imzadi? Kannst du immer noch meine Gedanken empfangen? Sehr erfreut, Commander. Guten Tag, Counselor Troy. Kennen Sie sich schon von früher? Ja, wir kennen uns, Sir. Ausgezeichnet. Ich halte es für wichtig, dass jeder meiner Offiziere die speziellen Fähigkeiten der anderen Offiziere kennt. Ja, Sir. Natürlich. Auch ich konnte niemals auf Wiedersehen sagen im Saal. Und Diana Troy ließen sich zur Station hinunterbeamen. Wir brauchen natürlich mehr Informationen, bevor wir eine Empfehlung an die Sternenflotte geben können. Dagegen ist nichts einzuwenden. Trotzdem erstaunt es mich, dass Sie einen Betasoiden zu diesem Treffen mitbringen. Ich vermute, Ihre Aufgabe besteht darin, meine Gedanken zu erforschen. Ich bin nur in der Lage, starke Gefühle zu empfangen, Verwalter. Ich bin nur zur Hälfte Betasoid. Mein Vater war Offizier der Sternenflotte. Ah ja. Außerdem habe ich nichts zu verbergen. Gut, was wir bisher von Ihrer Bautechnik sehen konnten, hat uns sehr erstaunt. Die Sternenflotte könnte daran interessiert sein, dass Sie auch auf anderen Welten Raumbasen für uns bauen. Aber wir sind nicht daran interessiert, woanders zu bauen. Lassen Sie mich sprechen, Captain. Wie wäre es dann mit einem Tauschhandel? Wir liefern Ihnen Dinge, die Sie benötigen. Dafür stellen Sie uns Architekten und Ingenieure, die uns Ihre Bautechnik zeigen. No. Bendy haben keine Freude daran, ihre Heimatwelt zu verlassen. Wenn die Sternenflotte diese kleine Schwäche nicht akzeptieren kann, sind wir zu unserem großen Leidwesen gezwungen, eine Allianz mit einem Partner wie den Ferengi zu suchen. Counselor, was ist denn? Soll ich das jetzt hier sagen?
Ja. Vor Freunden hat man keine Geheimnisse, nicht wahr, Verwalter? Aber ja, natürlich, denn wir haben nichts zu verbergen. Schmerz. Schmerz. Einsamkeit. Schreckliche Einsamkeit. Verzweiflung. Die Empfindungen stammen nicht von Sorn oder einem anderen seines Volkes. Trotzdem muss die Quelle ganz in unserer Nähe sein. Wer könnte es also sein, Verwalter? Haben Sie eine Ahnung? Nein. Ich weiß nicht einmal, wovon Sie reden. Ich muss sagen, ich finde diese Art von Gespräch weder produktiv noch hilfreich. Ist das alles? Keine Vorschläge? Was erwarten Sie denn noch von uns? Wir bieten Ihnen eine Basis, die Ihren Anforderungen entspricht, die nach menschlichem Standard sogar luxuriös ist. Dafür weichen Sie allen Fragen aus, die diese Basis betreffen. Genug für heute. Wir alle sollten unsere Standpunkte noch einmal überdenken. Captain, die Ferengi sind an einer Basis wie dieser sehr interessiert. Gut. Sie wissen natürlich, dass die Ferengi ihre Verbündeten sehr oft verspeisen. Dr. Beverly Crusher nahm inzwischen an Commander Geordi LaForge etliche Untersuchungen vor. Ich habe von Ihrem Fall schon gehört und auch von dem Visor, den Sie tragen. Ein Meisterwerk bioelektronischer Technik, mit dessen Hilfe ich ein breites Spektrum aller vorhandenen Wellen sehen kann. Angefangen bei Infrarot über Rundfunkwellen bis hin zum Ultrabereich und so weiter und so weiter. Bitte verzeihen Sie meine Belustigung, aber ich habe über dieses Thema schon tausendmal geredet. Sind Sie immer blind gewesen? Mhm. Ich wurde blind geboren. Seitdem Sie dieses Gerät benutzen, haben Sie Schmerzen. Mhm. Man glaubt, es liegt daran, dass ich meine körperlichen Sensoren anders einsetze. Tja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre ein schmerzstillendes Mittel. Das meine Fähigkeiten einengen würde. Mhm. Nein. Die zweite Möglichkeit? Mikrochirurgie. Stilllegung des Gehirnbereichs, der die Schmerzen verursacht. Das wäre doch sinnlos. Dann würde ich nichts mehr erkennen, Doktor. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich verstehe. Verzeihung. Ich suche Commander Data. Er soll sich auf diesem Deck befinden. Hier entlang, Sir. Sie sind anscheinend neu auf einem Raumschiff der Galaxy Classes, Sir. Sag mir bitte, wo sich Commander Data befindet. Lieutenant Commander Data. Ich lokalisiere Commander Data auf dem Holodeck im Bereich 4J. Sie sehen, zum Holodeck müssen Sie in diese Richtung gehen. Danke. Ich habe gern geholfen, Sir. Der nächste Eingang auf der linken Seite, Sir. Danke. Keine Ursache, Commander Riker. Möchten Sie auch eintreten? Ja, natürlich. Zu seiner Überraschung fand sich Riker in einem Urwald wieder. Doch dann war ihm sofort klar, dass es sich natürlich nur um eine täuschend echte Simulation handelte. Hallo! Auf Deneb 4 gibt es einige Rätsel. Der Captain möchte gerne wissen, was dahinter steckt. Er schlägt vor, dass Sie zu dem Trupp gehören, mit dem ich runtergehen werde. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren, Sir. Sicher. Als der Captain Sie vorschlug, habe ich Ihre Akte gelesen. Gut, Sir. Da haben Sie klug gehandelt, Sir. Den Rang eines Lieutenant Commander haben Sie ehrenhalber? Nein, Sir. Sternflottenakademie, Jahrgang 78, Auszeichnung in Wahrscheinlichkeitstechnik und Exobiologie. Aber laut Ihrer Akte sind Sie Maschine, korrekt, Sir. Stört Sie das? Um ehrlich zu sein, etwas. Das kenne ich, Sir. Voreingenommenheit ist sehr menschlich. Und das irritiert mich etwas. Fühlen Sie sich uns überlegen? Ich bin überlegen, Sir, auf vielen Gebieten. Aber darauf würde ich gerne verzichten, wenn ich dafür menschlich sein könnte. Ich bin erfreut, dass Sie mich begleiten, Mr. Data. Dieses Waldgebietsmuster ist sehr beliebt, Sir. Wahrscheinlich, weil es die Erde so gut simuliert. Wenn ich hier durchgehe, fühle ich mich manchmal wie ein Mensch. Erstaunlich, wie realistisch diese Simulationen sind. Einige Dinge sind echt, Sir. Der Transporterstrahl kann menschliche Körper in Energiemuster zerlegen und dann wieder zusammensetzen. Ja, natürlich. Und diese Felsen und Gewächse sind viel einfacher strukturiert. Korrekt, Sir.
Wir nähern uns der hinteren Wand. Ich sehe sie nicht. Wir stehen direkt davor. Unglaublich. Commander Riker. Commander Riker, ist das nicht fantastisch? Das Ganze hier ist eine Simulation. Im Archiv gibt es noch über 1000 andere. Es ist einfach nicht zu glauben. Vorsicht, der nächste Stein wackelt! Wow. Dann hatten die drei den Simulationsraum verlassen. Riker machte dem Captain Meldung. Mr. Data wird den Erkundungstrupp begleiten, Sir. Ausgezeichnet, Commander. Gute Idee. Wesley erzählte seiner Mutter von dem aufregenden Erlebnis. Es gibt doch eine Turnhalle mit reduzierter Schwerkraft. Auf dem Schiff kann man sich garantiert nicht langweilen. Gut. Mom, ich würde gerne die Brücke sehen. Das ist gegen die Anordnungen des Käpt'ns. Hast du auch Angst vor dem Käpt'n? Warum sollte ich denn Angst vor ihm haben? Auf jeden Fall ist Captain Picard ein ziemlich schwieriger Mensch, nicht? Dein Vater hatte ihn sehr, sehr gern. Forschungsreisende wie er sind oft sehr einsam. Er hatte niemals eine Familie. Ich will die Brücke ja nur kurz sehen. Ich bleibe im Turbolift stehen, wenn die Türen sich öffnen. Ich gehe nicht raus. Du forderst den Ärger heraus, Wesley. Ich werde sehen, was ich für dich machen kann. Inzwischen war Commander Riker zusammen mit Geordi, Tasha, Troy und dem Androiden Data zur Farpoint Station gebeamt worden. Ich schlage vor, jemand sollte zuerst die unteren Stockwerke der Station untersuchen, Sir. Die Schiffssensoren haben einige Gänge registriert. Vielleicht sollte ich gehen. Tasha und Sie werden gehen. Und Geordi, Sie passen auf die beiden auf. Wir zwei sehen uns hier oben um. Haben Sie schon etwas bemerkt? Ich erkenne nicht so viel wie Geordi, aber bisher habe ich nur gewöhnliche Materialien entdeckt. Und die Konstruktion? Die Konstruktion ist fast identisch mit den Plänen unserer Flotte. Commander Riker, wir haben was Interessantes entdeckt. Wir befinden uns jetzt in einem Tunnel direkt unter der Station. Und die Wände bestehen aus etwas, das ich noch nie gesehen habe. Haben Sie Tests vorgenommen, Geordi? Ja, schon mehrere. Mikroskopisch, thermisch, elektromagnetisch. Bisher keine Ergebnisse. Was ist mit Ihnen, Troy? Ich habe es bisher vermieden, mich ganz zu öffnen. Denn was ich im Büro des Verwalters empfunden habe, war sehr unangenehm. Ich bedauere das, Counselor, aber wir brauchen Informationen. Schmerz. Ein entsetzlicher Schmerz. Wir kommen. Enterprise auf Troys Koordinaten beamen. Es tut mir leid. Verschließen Sie Ihr Empfinden. Große Traurigkeit. Unglaubliche Verzweiflung. Wer? Das weiß ich nicht. Es ist eine Lebensform, die uns nicht ähnelt. An was für einem Ort sind wir hier nur? Geordi, was analysieren Sie? Also, dieser ganze Bau besteht aus einem Material, das ich nicht kenne. Ich habe auch noch nie davon gehört. Während die Crew auf Farpoint Station weiter nach Lösungen suchte, betraten Beverly und ihr Sohn die Kommandobrücke. Was soll denn das? Kindern ist der Zutritt zur Brücke nicht gestattet. Ich bitte, Meldung erstatten zu dürfen. Dr. Crusher. Captain? Sir, mein Sohn befindet sich nicht auf der Brücke. Er ist nur mit mir zusammen im Turbolift gefahren. Ihr Sohn? Sein Name ist Wesley. Sie sahen ihn das letzte Mal, als Sie uns... Also gut, wenn er nun schon da ist. Ich kannte deinen Vater sehr gut, Wesley.
Möchtest du dich umsehen? Aber nichts anfassen, klar? Setz dich hin. Die Tastatur auf der rechten Seite ist für Eintragungen ins Logbuch, für den Zugriff aufs Computerarchiv, für die Bildschirmkontrolle und so weiter. Hier befinden sich Kontrollen für die Steuereinheit, die Schutzschilde und die Waffenkontrolle. Der große Bildschirm zeigt den Ausblick nach vorne, während man hier die rückwärtigen Regionen mit Hilfe hochauflösender Sensoren kontrollieren kann. Sag mal, woher weißt du das alles, Junge? Ein Alarm, Captain. Wesley! Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht... Komm sofort her! Du und deine Mutter, ihr verlasst die Brücke. Sensorenalarm, Sir. Das wollte mein Sohn Ihnen auch sagen. Picard, ich höre. Unsere Sensoren melden die Annäherung eines Raumschiffes an den Planeten. Allerdings für diese Zeit ist keine Schiffsannäherung geplant, Sir. Könnte es die Hood sein, die nochmal zurückkehrt? Nein, das Schiff hat eine andere Form und außerdem kein Identifizierungssignal. Auf den Hauptschirm schalten. Identifizierung? Konfiguration dieses Schiffes unbekannt, Sir. Senden Sie einen Gruß. Das haben wir schon versucht, Sir. Bisher keine Antwort. Schutzschilde aktivieren, Phaser bereit. Schutzschilde und Phaser bereit, Sir. Verbinden Sie mich mit Verwalter Zorn. Und grüßen Sie weiter auf allen Frequenzen und in allen Sprachen. Hier spricht Zorn. Zorn, ein nicht identifizierbares Schiff tritt in den Orbit ein. Kennen Sie es? Die Ankunft eines Schiffes wurde uns nicht gemeldet, bevor wir nicht... Ich fragte, ob Sie das Schiff kennen. Sie sprachen von einer möglichen Allianz mit den Ferengi. Aber wir haben keine Vereinbarung mit Ihnen geschlossen. Das war nur so eine Idee von mir. Ganz sicher? Sie haben mein Wort, Captain. Ich hatte die Ferengi nur erwähnt, um sie zur Zusammenarbeit zu ermuntern. Verzeihen Sie bitte. Das Schiff schwenkt in unsere Umlaufbahn ein. Es hat das 12-fache Volumen unseres Schiffes. Laut Sensoren wurden wir gerade gescannt. Es sollten noch mehr Überraschungen auf Farpoint Station warten. Dieser geheimnisvollen Raumstation auf dem Planeten Deneb 4. Die Zeit wurde immer knapper. Unten auf der Raumstation fühlte Troy, dass etwas Neues passiert sein musste. Ist es wieder da? Troy, quälen Sie sich nicht. Nein, ich habe das Gefühl, ich bin einer Antwort sehr nahe. Commander, irgendetwas schirmt unsere Kommunikatoren ab. Ja, so eine Absicht spüre ich. Irgendetwas will nicht, dass wir mit unserem Schiff Verbindung aufnehmen. Kommen Sie, wir gehen nach oben. Oben auf der Kommandobrücke wurde die Lage immer undurchsichtiger. Im Computerarchiv findet sich kein Schiff dieser Art, Sir. Nicht mal etwas Ähnliches. Keine Antwort, Sir. Wir haben es mit allem versucht, außer einer Drohung. Sensorenabtastung, Mr. Worf. Unsere Sensorsignale scheinen abzuprallen. Irgendetwas tut sich, Sir. Das Schiff beschießt Farpoint, Sir. Photonentorpedos scharf machen. Warten Sie, Sir. Die beschießen die alte Bendy-Stadt, nicht Farpoint Station. Auch die vier auf der Raumstation hatten das mitbekommen. Mein Gott, was war das? Ein Phaser? Negativ, aber irgend so was Ähnliches. Sie, Tasha und Jordi, beamen zum Schiff hoch. Kommen Sie mit, Data. Wir wollen sehen, was los ist. Nein, nicht. Sie könnten getroffen werden. Sie haben Ihre Befehle, Lieutenant. Führen Sie sie aus. Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Enterprise. 3 Personen hochbeamen. Troy, Tasha und Jordi wurden schnell zurückgebeamt. Da meldete sich auch Zorn, der Verwalter. Enterprise! Enterprise, hören Sie mich! Helfen Sie uns bitte! Was sollen wir denn tun? Enterprise, bitte helfen Sie uns, bitte! Schalten Sie das bitte ab. Commander Riker, bitte kommen. Hören Sie mich. Riker und Enterprise, kommen. Hier, Enterprise. Commander Riker, wo sind Sie?
Ich befinde mich mit Data am Rand der alten Stadt. Sie liegt unter schwerem Beschuss. Was ist mit Farpoint Station? Gibt es da Schäden? Negativ. Farpoint Station ist unbefährdet, Sir. Die Unbekannten vermeiden es, die Raumbasis zu treffen. Das Feuer kommt von einem fremden Schiff in unserer Umlaufbahn. Keine Identifikation, keine Antwort auf Funksignale. Die alte Bandy-Stadt wird ständig getroffen. Sicher gibt es viele Opfer. Verstanden, Commander. Hätten Sie etwas dagegen, wenn Ihr Captain eine eindeutig illegale Entführung vorschlagen würde? Kein Einspruch, Sir. Verwalter Zorn kann sicher unsere Fragen beantworten. Holen Sie ihn, bringen Sie ihn rauf. Aye, Sir. Ich werde zu einer sehr schweren Entscheidung gezwungen, Counselor. Aber die Bandy zu schützen würde sicher nicht die Anweisungen verletzen. Zugegeben, es sind keine Verbündeten von uns, aber... Wir befinden uns gerade mit Ihnen in diplomatischen Verhandlungen. Lieutenant, die Phaser auf das Schiff ausrichten. Phaser sind ausgerichtet, Captain. Wieder erschien Q in der Kommandozentrale. Das ist wieder mal typisch. Primitive Lebensformen halten sich nicht einmal an die eigenen Regeln. Verlassen Sie meine Brücke! Sie befahlen, die Phaser auszurichten. Phaser sind immer noch bereit. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Benutzen Sie Ihre Waffen. Ich weiß nicht, wer sich auf dem Schiff befindet, und die Phaser wurden routinemäßig ausgerichtet. Tatsächlich. Sie wissen anscheinend gar nicht, was die Präsenz dieses Schiffes zu bedeuten hat. Dabei ist das so offensichtlich wie die Hässlichkeit der Nasen in Ihren kleinen Primatengesichtern. Und wenn Sie wirklich zivilisiert wären, würden Sie sich doch um die Opfer unten auf dem Planeten kümmern. Captain an medizinische Abteilung, wie weit sind Sie? Medizinische Einheiten sind bereit zum Runterbeamen, Captain. Gut, Sie haben sehr schnell reagiert, Doktor. Irgendwelche Fragen? Die Leute der Sternenflotte wurden ausgebildet, Hilfe und Beistand zu leisten. Aber in klarem Denken wurden sie nicht ausgebildet. Wie steht es eigentlich mit Ihrem Denken? Uns nennen Sie wild, aber Sie wussten, dass die Bewohner des Planeten getötet werden. Ihr Verhalten könnte man unzivilisiert nennen. Sir, der Planet wird wieder beschossen. Aktivieren Sie die Steuereinheit. Bringen Sie uns in eine Position zwischen dem Schiff und dem Planeten. Kraftfelder einschalten. Aye, Sir. Steuereinheit aktiviert. Wir haben keine Kontrolle über das Schiff. Keine Reaktion. Unaufhörlich wurde die Stadt der Bandy weiter beschossen. Sind Sie unbeschädigt? Ja, und Sie? Alle Systeme arbeiten. Bitte, können Sie es nicht aufhalten? Können Sie es nicht vertreiben? Was vertreiben, Verwalter? Ich weiß es nicht. Unwahrscheinlich, Sir. Wir wissen, dass Sie alle Kontakte der Bandy mit anderen Welten koordiniert haben. Wir haben nichts Unrechtes getan. Offensichtlich wollen Sie uns nichts sagen. Wir gehen. Nein, bitte, bitte gehen Sie nicht. Ich versuche es zu erklären. Erster Offizier an Enterprise. Zorn ist verschwunden. Irgendetwas wie ein Transporterstrahl hat ihn verschwinden lassen. Eine Frage, Sir. Könnte dieser Q dahinter stecken? Sie wissen tatsächlich nicht, wer ihn weggeschnappt hat. Ihre Zeit wird knapp, Captain. Captain? Ich empfange ein ganz neues Gefühl. So etwas ähnliches wie Befriedigung. Ungeheure Befriedigung. Ist es die gleiche Quelle wie vorher? Nein, die erste befand sich auf dem Planeten. Diese ist viel näher. Ausgezeichnet, Beraterin. Er kapiert ziemlich schwer, nicht? Transporterraum an Captain. Erster Offizier und Mr. Data wurden an Bord gebeamt. Sehr gut. Vielleicht können Ihnen die vielen kleinen Gehirne helfen. Verdammt nochmal, nun reicht es. Vergessen Sie bitte nicht, wir haben eine Abmachung. Eine Abmachung, die Sie gebrochen haben, indem Sie uneingeladen auf unserem Schiff erscheinen und sich in meine Entscheidungen einmischen. Gehen Sie oder verurteilen Sie uns? Silence, silence, mon Kapitän. Ich versuche nur, einer bedauernswerten Spezies zu helfen. Aber vielleicht verschwinde ich auch.
wenn mir Commander Riker etwas Unterhaltung verschafft. Warum ihr auch bittet, Sie tun nichts. Ich bitte nur um sehr wenig. Aber es ist außerordentlich wichtig, wenn Sie das Ganze lösen wollen. Riker soll mit seinem, wie nennen Sie es, Forschungstrupp rüberbeamen zum Schiff. Ich schicke meine Leute nicht ins Unbekannte. Sie sollten doch längst wissen, was Sie da drüben erwartet. Oder ist das Rätsel doch zu schwierig für Sie? Captain, bei allem Respekt, ich möchte darüber beamen. Sie sind vielversprechend, guter Mann. Trotzdem haben Sie nicht verstanden, was der Captain Ihnen sagen wollte. Die Menschen sind nicht länger eine wilde Rasse. Das müssen Sie mir immer noch beweisen. Und damit verschwand Q wieder. Wenigstens Sie konnten ihn beeindrucken. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Danke, Captain. Captain, wenn er unseren Worten keinen Glauben schenkt, wie wollen Sie dann weitermachen? Ich versehe meinen Dienst. Bis zum bitteren Ende? Commander, ich kann darin nichts Bitteres erkennen. Phaser auf Betäubung. Tasha, Troy, Data und Commander Riker betraten den Transporterraum. Energie. Und Sekunden später waren sie in dem riesigen, fremdartigen Raumschiff. Das ist ja sehr interessant, Sir. Die gleiche Konstruktion wie in den Gängen der Raumbasis. Kein Triebwerk ist zu hören. Nirgendwo Instrumente. Was treibt dieses Schiff an? Was spüren Sie? Die gleichen Gefühle wie vorher? Nein. Was ich hier spüre, ist viel kraftvoller. Angefüllt mit Zorn. Und Hass. Auf uns? Nein. Diese Emotionen richten sich nur gegen die alte Bandystadt. Auch das ist sehr interessant, Sir. Der Ort, der von diesem Schiff aus beschossen wurde, war nicht die Basis Farpoint Station, sondern die Heimatstadt der Erbauer. Riker am Enterprise. Sir, das Einzige, was wir hier entdeckt haben, ist ein langer Gang. Keine Mannschaft. Keine Armaturen, keine Instrumente. Nicht ein Anzeichen von Technik. Das ist ein Schiff, wie ich es noch nie gesehen habe. Herr Walter Sohn. Er ist in unserer Nähe, er hat große Angst. Ganz plötzlich empfange ich auch andere Empfindungen. Bitte nicht mehr! Bitte aufhören! Aufhören! Bitte! Bitte nicht mehr! Oh, bitte! Bitte helfen Sie mir! Aufhören! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr aufhören! Bitte nicht mehr! Zorn, hören Sie mich! Zorn war völlig von einem blau schimmernden Energiefeld eingeschlossen. Lebensform versucht, ihm etwas mitzuteilen. Bitte nicht! Nein, aufhören! Jetzt begreife ich, Sir. Hier gibt es nur ein einziges unbekanntes Wesen. Ich weiß noch nicht, was du von mir willst. Er lügt, er weiß es ganz genau. Oh, nein, ich verstehe dich nicht. Oben auf der Brücke erschien plötzlich ein rotes Leuchten auf dem Schirm. Captain! Transporterraum, beamen Sie sofort unseren Trupp zurück. Riker, melden Sie sich! Die Zeit ist um, Captain. Transporterraum, haben Sie die Koordinaten? Transporterraum! Sie werden nicht gehört, Captain. Transporterraum, melden! Meine Leute da drüben stecken in großen Schwierigkeiten, Q. Q, meine Leute befinden sich in großer Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen helfen, bitte. Ich werde alles tun, was Sie sagen. In der gleichen Sekunde waren die vier und auch Zorn auf die Kommandobrücke zurückgebeamt. Sie werden also alles tun, was ich sage. Ja, das habe ich Ihnen angeboten. Daran brauchen Sie sich nicht zu halten, Sir. Es war nicht Q, der uns gerettet hat. Man könnte Sie angreifen. Bringen Sie sich in Sicherheit. Das Schiff hat uns zurückgeschickt, Captain. So ist es, Sir.
Und es ist nicht nur ein Schiff, es ist eine Art Lebewesen. Sie lügt, zerstören Sie es, solange Sie noch können. Phaser und Photonentorpedos fertig machen. Seine Befehle werden nicht befolgt. Captain, dieses Ding hat meine Leute umgebracht. Gibt es einen Grund? Es ist etwas Fremdes, Captain. Genügt das nicht? Hätten Sie sich die Uniform verdient, die Sie tragen, wüssten Sie, dass es gerade das Fremde ist, was uns reizt. Ich vergeude meine Mühe mit der menschlichen Intelligenz. Also das wollen wir testen. Beginnen wir mit den Tunneln, die es unter Farpoint Station gibt. Sie sind identisch mit denen auf dem lebenden Raumschiff da drüben. Warum hat es Sie bestraft, Verwalter? Wahrscheinlich, weil Sie ein anderes Lebewesen gequält haben. Wir haben nichts Unrechtes getan. Es war verletzt. Wir haben ihm geholfen. Danke sehr. Das war der fehlende Stein im Puzzle. Lieutenant Yar, koordinieren Sie alle Phaserbanken, um einen Energiestrahl zu erzeugen. Aye, Sir. Das ist es, Captain. Es ist vorstellbar, dass irgendwo in der Galaxis Geschöpfe existieren, die Energie in Materie umwandeln können. Ja, und zwar in spezifische Formen von Materie, ähnlich wie es unsere Transporterstrahlen tun. Achten Sie auf den Hauptschirm. Da begann das fremde Raumschiff sich zu verwandeln. Zuerst in einem blauen Strahlenstern. Und dann wurde es zu einem weich fließenden, leuchtenden Ball von ungeheurer Größe. Verwalter, genau so ein Lebewesen halten Sie gefangen, stimmt's? Bitte warnen Sie mein Volk, alle sollen Farpoint Station sofort verlassen. Tun Sie es nicht, Captain, sein Volk sollte untergehen. Übermitteln Sie die Nachricht, alle sollen Farpoint Station sofort verlassen. Ich erkenne zwei dieser Geschöpfe, die Empfindungen aussenden. Das eine unten auf dem Planeten voller Sorge und Schmerz und das andere hier im All voller Zorn. Deshalb beschoss es auch nicht die neue Raumbasis, sondern nur die Bendy und ihre Stadt. Es wollte nur die bestrafen, die seinen Freund gefangen hatten. Energiestrahl bereit, Sir. Richten Sie nach Farpoint Station. Das Rätsel war eben doch zu einfach. Großzügigkeit war immer meine Schwäche. Leider. Senden Sie so viel Energie, wie das Wesen braucht. Und los. Der Energiestrahl wird nicht länger absorbiert. Schalten Sie ab. Verwalter Zorn, wenn ich mich nicht irre, wird es ab sofort Farpoint Station nicht mehr geben. Oh, sehr gut, richtig geraten. Und tatsächlich begann auch Farpoint Station sich zu verwandeln. Aus der Raumstation wurde ein zweites, hell leuchtendes Lebewesen und löste sich langsam von der Oberfläche des Planeten. Bitte glauben Sie mir, wir wollten dem Lebewesen kein Leid antun. Es hungerte förmlich nach Energie, die Ihre Welt reichlich liefern konnte. Ja, wir haben es gefüttert. Aber nur so viel, damit es am Leben blieb und Sie es zwingen konnten, die Form anzunehmen, die Sie gerade brauchten. Majestätisch schwebten die beiden fantastischen Wesen aufeinander zu. Sir, es ist wunderbar. Langsam verschwanden sie in der Unendlichkeit des Raumes. Es war ein überwältigender Anblick. Ich verspüre ein Gefühl großer Freude und Dankbarkeit. Große Freude und Dankbarkeit von beiden Lebewesen. Wieso benutzen Sie andere Lebensformen für Ihr Amüsement? Wenn es so ist, waren Sie nicht sehr erfolgreich. Verlassen Sie uns. Wir haben Ihren kleinen Test bestanden. Silence, silence, mon Capitaine. Verschwinden Sie von meinem Schiff. Ja, ich gehe, aber nur, weil es mir gefällt zu gehen. Ich verspreche nicht, dass ich nie wieder erscheine. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41174,2.
Wir haben ein Übereinkommen getroffen, dass Farpoint Station gemäß meinen Anweisungen neu aufgebaut wird. Alle Stationen bereit zum Abflug, Sir. Wollen Sie was sagen, Riker? Ich hoffe, dass nicht alle unsere Missionen so verlaufen, Sir. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, die meisten werden viel interessanter sein. Was uns da draußen wohl noch erwartet. Voller Energie.